Hallo ihr Lieben, hier ist wieder René aus Leipzig von Stempeln mit René.de. Heute möchte ich mit euch diese kleine Verpackung machen, diese Pinwheel Box oder auch Windradbox. Und zwar wird die gemacht mit dem Envelope Punchboard, also dem Stanz- und Falzbrett für Briefumschläge. Für diese kleinen Verpackungen, in die zum Beispiel so eine Schachtel mit unseren Accessoires reinpasst, oder ein Milchriegel bekannter Namenshersteller. Ich habe das jetzt mal überklebt, von wem das ist. Für diese Packungen, wo ich also gerne auch vorwiegend das Designerpapier wirken lasse, ohne großartig riesen Sachen noch an Deko drauf zu machen, benötigt ihr ein Stückchen Designerpapier, 15,2 mal 15,2 cm. Oder wie es im Englischen ist, 6x6 Zoll. Und ich möchte heute auch bei dieser Verpackung euch die Zollangaben jeweils sagen, weil es sich einfach hier oben besser anlegen lässt, weil die Zoll erkennt man besser als die Zentimeter. Also wir haben hier, wie gesagt, ein Stückchen Designerpapier, 6x6 Zoll. Das legen wir zu als erstes an bei 2¼ Zoll Stanzen und Falzen und das zweite Mal bei 3¼ Zoll wieder Stanzen und Falzen. Jetzt drehen wir das Ganze um 90 Grad, legen wieder an bei 2¼ Zoll Stanzen und Falzen und wieder bei 3¼ Zoll und ebenfalls wieder Stanzen und Falzen. Unsere dritte Seite ebenfalls 2¼ Zoll Stanzen und Falzen und 3¼ Zoll Stanzen und Falzen. Und jetzt noch die letzte Seite, 2¼ Zoll Stanzen und Falzen und 3¼ Zoll Stanzen und Falzen. Das war's schon mit unserem Punchboard. Das können wir also zur Seite legen. Das benötigen wir jetzt nicht mehr, denn die Sachen, die wir damit machen mussten, haben wir jetzt gemacht. So, jetzt haben wir diese Grundform, haben aber hier noch so kleine Ecken, die wir nicht benötigen. Jetzt schaust du, auf welcher Seite du das am besten erkennst. Hier geht's, ist es jetzt gerade mal die Seite, die nachher eigentlich innen liegt. Es kommt immer auf das Muster drauf an. Ich habe das vorhin mal mit einem anderen Motiv aus der Serie gemacht. Dort war es beispielsweise auch nur auf der helleren Seite zu sehen. Auf der dunkleren hat man die Linien nicht erkannt. So, dann haben wir also einmal hier diese Ecken raus. Hier haben wir ebenfalls wieder die Ecke raus, diese Ecke raus. Diese Ecke raus. Ich habe diese Verpackung schon mal gemacht und habe auf meiner Webseite dafür eine PDF-Datei zum Download, wo alles nochmal in Fotos festgehalten ist, jeder einzelne Arbeitsschritt. Den Download-Link schreibe ich euch am Ende vom Video dann unten in die Infobox. Brauchst du dann einfach nur anklicken und kannst hier das Ganze herunterladen. Dort hast du alle Maße drauf und wie gesagt nochmal in allen Einzelfotos, wie das Ganze gefaltet wird. So, jetzt müssen wir auf zwei gegenüberliegenden Seiten aus diesen Ecken uns noch Klebelaschen schneiden. Das schneiden wir erstmal kurz an und schneiden uns das dann einfach etwas spitz. Beide Seiten. Hier ebenfalls. So, hier gegenüber wieder einschneiden. Und auch hier nochmal einschneiden. So, damit haben wir also auch unsere Klebefalze.
Und bevor wir jetzt die Linien nachfalzen, machen wir erst unsere Querfalze noch, die wir nachher für unsere Windradflügel benötigen. Dazu nehme ich ganz einfach unser Schneidebrett, und zwar die Falzklinge. Gehe hier unten auf 5/8 Zoll, das ist kurz vor 1,5 Zentimetern, also das ist dieser Strich nach dem großen. Lege hier an und falze nur hier die obere Ecke bis zu dem ersten Bereich. Jetzt drehe ich das Ganze um 90 Grad, lege hier wieder an bei 5/8 Zoll und falze diesen Bereich. Nochmal um 90 Grad drehen, 5/8, diesen Bereich und ein letztes Mal die letzte Seite, wieder 5/8. So, damit haben wir also alle Falzlinien, die wir für unsere Box benötigen, und können anfangen, das Ganze mit dem Falzbein nachzuziehen. So, das sind die Seiten also für die untere Box, und jetzt falzen wir oben unsere Windräder nach außen. So, alle Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen und jetzt können wir das Ganze hier zu einer Box zusammenkleben. Ich empfehle euch hier dazu Flüssigkleber zu nehmen. Ich habe es selbst auch schon probiert mit Klebeband. Allerdings, wenn ihr nachher beim ersten Mal die Box zusammenfaltet, entsteht dabei so eine Spannung, dass das Klebeband in der Regel nicht hält, und dann gehen die Ecken auf, und das ist natürlich ärgerlich. So. Das Zusammenkleben mache ich jetzt ganz in Ruhe und bin wieder zurück, sobald das fertig ist und auch schon angetrocknet ist. So, jetzt ist alles trocken, jetzt können wir also unsere Box zusammenfalten. Hier lege ich immer ganz gern schon beispielsweise diese Milchschnitte innen rein, damit ich also hier einen Widerstand habe beim Falzen. Es lässt sich ganz einfach besser zusammenstecken, wenn hier bereits was drin ist, als wenn ihr die leere Schachtel nehmt. Ihr tut jetzt den ersten Falz nach oben legen, den zweiten hier oben drüber, jetzt der dritte, und jetzt kommt die Sache, wo wir wirklich ein bisschen friemeln müssen. Jetzt muss das Ganze nämlich hier reingesteckt werden, und das ist immer der Punkt, wo es beim ersten Mal immer etwas hängt. So, und wenn du dann nämlich was drin hast, kannst du dir das noch ein bisschen zurechtschieben, dass das also die richtige Form bekommt. So. Und so ist sie also zusammen, unsere kleine Box für den Valentinstag. Ein kleines Etikett habe ich auch schon vorbereitet. Das mache ich hier einfach auf eine von diesen Ecken mit Dimensionals, aber so, dass es nicht
auf den zweiten übergreift, damit es also nicht zugeklebt ist. Und das ist also unsere kleine Box für heute. Wie gesagt, die beiden sind zwei andere Beispiele und ich blende euch nachher gleich noch den Link ein, wo ihr diese Anleitung also als PDF downloaden könnt. Das soll es für heute aus Leipzig gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, euer René.